Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption. Ja, meine Freunde, im letzten Part haben wir eine Kneipenprügelei mitbekommen und mussten irgendwie unseren Pater oder was das sein soll, unseren Kirchenchor Schmalfuzzi da irgendwie ins rechte Licht rücken wieder und mussten ihn sogar, naja, was soll ich sagen, retten von einem Bahnunfall, weil fast hätte sie ihn gekillt. Oder er hätte sich fast gekillt. Naja. Was soll das überhaupt für ein Ding sein, Karte? Munition und so. Er ist noch gesperrt, würde ich sagen. Ich kann mich zwar schminken, ich kann Geld einzahlen, aber mal schauen. So. Ich gebe mal wieder so 100 ab. Geld spenden. Nicht so viel. Und wie viel habt ihr schon gespendet, ihr kleinen Halunken? Was? Verbesserung? Mr. Morgan, bring me some materials and I'll be glad to make something nice for you. Was brauche ich dafür? Alligatorhaut, perfekt. Widderkadaver. Wir brauchen Ochsenfell. Ja moin, da muss ich jagen gehen. Schon Sonderkampf. Aha. Lagertisch. Wir haben noch gar nichts. Speisewagen. Hauptlagerfeuer. Und wo soll ich das alles hernehmen? Mal so eine Idee. Ich müsste noch kurz was essen. Good evening, Arthur. How you doing, Karen? Oh, all right, I guess. Grimshaw's driving me crazy. Well, so no change there. Kann ich davon auch mal was abhaben? About ready to stab one of these needles in my eye. How's things? Huh. Das wäre ja was. Ich glaube, ich gehe mal pennen. Mann, bist du ein Umweltverschmutzer, Affe. Good evening, Arthur. Guten Abend. Und wo ist mein Bett schon wieder? Ich hab doch keine Ahnung. Hier sieht alles gleich aus. Was? Why Breach? Oder was? Ich war ein Mädchen, bis du mich bestellst übers Meer. Mir bleibt nichts, gab alles an dich. Mein
Meine Livey war so winziglich, dein Land, deine Liebe, weit und frei gar sehr. Ich war ein Mädchen, du riefst mich. Oh Gott, nee, hört auf mit solchen Schmarrn. Ich kann sowas von gar nicht sowas ab, Oh nee, jetzt können wir pokern. Nee. Nee. Nein, danke. So, wo ist unser... Wo ist unser Zelt? Ich möchte pennen gehen. Ich darf aber nicht pennen gehen, weil ich meine Hütte nicht mehr finde. Ah gut, befragen wir mal ihn hier. Talk to them. To Dutch. Speak. Don't cry, boy. Speak about your gang. I can't. Boy. Whoa, hold your horses there. It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all of you. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a while. Horseshit. You see, we heard that part, so how about you tell the truth? Dutch, what do you want me to do? Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on. Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld him. Oh, yeah! What's he doing? Where's he going? Oh, don't worry. You're only balls, boy. Just gonna cause you trouble. You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the happiest and most loyal of courtiers. No, you're kidding me, right? Of course. You sick bastard! Oh, what do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas off. Okay, okay, listen. I know where O'Driscoll's holed up, and you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Serious, I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Gild him. Let's both hope you ain't trying to trick us, O'Driscoll. I ain't no O'Driscoll. You sure as shit was. John, Phil, come here. We got a social call needs making. Where are we heading? We're up into the hills behind Valentine. I'll show you. John, you take this little rattlesnake with you. Any nonsense, kill him. Sure. You're gonna pay your buddies our respects. He taking us to Cole? That's what he says. Come on. I'm taking you to him. Look, I'll give you more directions when we're close. But if I know where we are, it's up past Valentine. All right, I'll leave. Hey, easy. Sharing saddle with an O'Driscoll. Who'd have thought? How many times I gotta say? I ain't an O'Driscoll. You sure look like one, and you smell like... God damn. You smell like one, too. I smell like horse shit. That's right. Boy, are you high. Morgan! You got throwing knives in your saddlebag. Dutch said that you might... I was asked to give them, and I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you want to give me something, how about you give it to me, instead of hiding it somewhere, hoping the opportunity comes up to mention it. Last goddamn favor I do you. Hey. Hey. If I got my bearings, it's over here. Yeah. I know this country. Take this track up through the rocks. How you holding up, John? Fine.
Still ain't right, but I'm fine. You damn well should be after all that bed rest. Hey, all right. Abigail wouldn't let me up. You know her. She won't be reasoned with. Well, when you was having a failure of reason and hiding behind your woman, we were getting shot at. And I'd do the same for you if you was in a bad way. I hope so. But I fear you don't know how to help anyone. Except in yourself. You see, O'Driscoll? If this is how he treats his friends, imagine what he does to his enemies. I got an inkling of what you all do to your enemies when you put those gelding tongs to my parts. Bill, you still got those tongs? I got a knife. Won't be so clean, but it'll do the job. Keep that in your mind, young feller. Right at the forefront of it. What? Now we go left. Road will take us up and round. Those are the hills. Head for them. Save your horses. We gotta climb, boys. You know, you all ain't that different from the O'Driscolls. What did you just say? I've been watching you all these weeks, and, You've been tied to a tree. You don't know nothing about this game. Yeah, well, I'd say you don't know much about the O'Driscolls. But maybe I know more about you than you know about them. And I know all about them, so... Tell us then. How are we like those mongrel dogs? You're outlawed like them. You're out to survive like them. You live rough. You live hard. Fighting the law. Nature. You're out for yourselves. See? This is why you're an O'Driscoll, O'Driscoll. You're out to survive. We're out to live. Free. Colm's a sneak thief and a killer. Dutch is more like a teacher. From where I've been, you just look the same as all. Then you looked, but you ain't seen. John, shut that boy up. Enough out of you. Boys, we're almost on them. Now, who knows if this son of a bitch we got with us is talking true, but if it's what he says it is, and Colm O'Driscoll's here, we can end years of fighting. Here and now. Amen to that. Okay, now cut left up here. We go down the hill into the forest. We're going in quiet, taking them out as we find them, trying not to set things off. But if we do, we move quick and hard. We settle this like we know how, okay? Okay by me. With you, Morgan. All right, then. Through the trees here. Get up! Hey, we're real close. I'd leave your horses the other side of this clearing. I'll get my guns off my horse, and I'm ready. Easy, Bill. Quiet. This is it. The cabin's just the other side of this hill. Okay. Off your horses. Let's go. You gonna get them knives? I said easy. Whoa! Follow me, all right? It ain't far. We might have shared a horse, but we ain't friends. Remember, I'm watching you. Every moment. I ain't gonna shop you now. Come on. It'd be suicide. You'll die, boy. But you'll lose your balls first. Jesus Christ. Just over the ridge. Okay. Get down. The cabin's in the clearing down there. There'll be a bunch of fellers hiding out there, too. Are these fellas armed? Armed? Drunk?
wary of strangers, yep. And Colm O'Driscoll? He'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. Hey, over there. Someone's coming. So, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh, let me think. The fella that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that mean son of a bitch. Yes, sir. Come on, shake it off. Come on. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. I'm gonna deal with this first fella. Okay, go to work. You know what's really quiet? A knife. If the old man loses it, I won't get another chance in ages. I'll be stood guard duty, sun up to sun down, soiling my drawers in the spot. God above! What's the plan? Hurry up already. Let's get close to these two. Make no mistakes here. That's what the knife's for. When we're there, we move at the same time. What the devil? Now we got a real fight! Come on! It's on! Come on, then! Come on! Die, you drunk idiots! It's Fingerling's boy! Was zum verfickten Geier? Give us calm! This is not... We can defend the cabin! Warum haben sie uns entdeckt? Ja, der eine steht einfach mittendrin. Schießt ja nicht auf mich, Jungs. Könnt ihr nicht so rumrennen? Still here. Hey, he said Colm'd be in the cabin. I'll check.
You look out here. Give it up. What are you holding, O'Driscoll? Now, what you stashing in here? Give me some of that Irish gold. Stark hat nein, okay. You got supplies, you drunk dead bastard. Die klauen mir einfach meinen ganzen Stuff, Mann. Ist sowas von dumm, ey. Und hier willst du mir weismachen, gibt's nichts zu klauen, doch. Ein Apfel. Aber sonst auch wieder nichts. Den kann man momentan nicht interagieren. Ich gehe da mal rein. Und zwar mit viel Getöse. You all right? Sure. Thank you. Driscoll, he ain't here. You set us up. Come here! What? You set us up. No, I didn't. You did. Como Driscoll ain't here! He was here, I swear! If I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. All right, then, go on. Get out of here. Hey? I won't kill you. No, I didn't set you up. Get lost. Shit, lost. I'm letting you run away now. Go on, get out of here. That's as good as killing me. Out there, without you, Como just was gonna lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Give me a break. All right, then. But I'm warning you. Oh, hey, I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash, then? What cash? Yeah, it's usually some cash. In the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get to camp, quick. See, Arthur? I ain't so bad. Hey, Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing. Just yet. Yeah, right you are. Okay, durchsuchen wir mal die Hütte. Er sagte beim Kamin, aber ich möchte natürlich alles mitnehmen. Ginseng-Elixier. Kekse, frische Kekse. Eine neue Waffe.
Das stimmt, man muss seine Waffe auch hegen und pflegen, sonst ist sie irgendwann nicht mehr brauchbar. Aha. Das heißt, hier nehmen das Reparaturkit. Eine Lampe als Nahkampfwaffe. You got something tucked away? Hmm. Die könnte man noch mal kurz pflegen. Die muss ich nicht reinigen, komischerweise. Okay, wenn du meinst. Hm. Flintenmuni. $12 oder so. Warum muss ich irgendwie an einem Tisch stehen? Oder an sowas? Warum werde ich gesucht? Ja, fucking ernst. Warum werde ich gesucht? Ja, und jetzt bin ich wieder am Arsch der Heide, ne? Ja, dann gehen wir zunächst mal wieder hier in den Gemischtwarenladen und versuchen das dort wieder zu klären. Ding, jetzt war wirklich keine Sau da und ich wurde trotzdem irgendwie, na? Ja. Gesucht. Good morning. Guten Morgen. Ich bin gerade auf der Durchreise. Sollten wir bald in der Stadt angekommen sein. Yep. Fine morning, partner. Blind fool! You just bored, you wanna make an enemy? Oh nee, der ist geschlossen jetzt.
morning, friend. Out of the damn way. Hey, look out. You got a problem? Please. Oh, God, no. I need help. That's the fella that gave us all that. No. Hey, don't think I've seen you in here before. Customers love the gum if you're in need of some energy. No getting sick if you chew too much. Take as much as you need. Let me just stock up on my supplies. Kann man hier was mitnehmen? That's an essential. For. This is a robbery. Open the register now. Wie kann die das gesehen haben? Let me get my cash out. Nee. Oh. Jetzt musst du kommen, mein Pferdchi. Oh. Nein. Ich muss da raus. Ja, das wird nicht der Fall sein, dass sie hier mich findet. Aber warum können die das von außen sehen? Viel Spaß. Dass die gleich so aggressiv sind. Oh, naja, Handover. Mein Kopfgeld beträgt 22.000, also 22 Dollar. Was würde passieren? Ich speichere mal. No? Was würde passieren, wenn ich jetzt, so wie ich jetzt bin, mit dem Kopfgeld auf dich aufs Gesetz gehen, aus dem Weg oder bezahle dein Kopfgeld in deine Postmeisterei? Ach so. Trotzdem. Was passiert, wenn ich
Jetzt im Revier erscheine. Ich bin kackendreist, aber irgendwie. Na. Ja, genau. Ach was, es war jetzt einfach nur ein Test. Ich kann mich jetzt sicher... Ja, ist mir eigentlich egal. Wie gesagt, es war jetzt nur ein Test, was passieren würde, wenn ich ohne irgendwas einfach dort reingehe. Was? Bin ich im Himmel? Bin ich jetzt wieder befreit von den Schulden oder was? Hat mir das jetzt irgendwie nur, keine Ahnung, was abgezogen? Okay. Interessant. Interesting, weil das ist ja geil, dann habe ich ja nicht viel verloren, ne? Weil wenn ich das hätte zahlen müssen, hätte ich 22k schon zahlen müssen. Aha. Ich wollte eigentlich nur... Ach so, sie haben mich erwischt? Nö. Nee, dann bin ich definitiv nicht so, weil dann will ich nur meine 22k, die haben mich komplett ausgeraubt und haben mich in... Nee, wie geht das eigentlich? Ich bin tot. Hä? Und verliere nur 11k oder so? Weil bei Assassin's Creed, nee, bei San Andreas war es damals so, wenn man irgendwie Verbrechen begangen hat, wenn man getötet wurde, oder besser gesagt, wenn man geschnappt wurde, wurde das Ganze in diesem Sinne Kopfgeld oder wie auch immer man das jetzt nennen mag, wurde gestrichen. Man hatte aber keine Kohle mehr, man hatte keine Muni mehr, man musste sich alles neu beschaffen. Das, ja, wie gesagt, da hätte ich keine Probleme mit gehabt. Dann hätte ich gesagt, okay, voll real und keine Ahnung, easy. Frage Dutch, ob schon ein Käufer für die gestohlene Wertpapiere gefunden wurde. Ah, na, ich möchte doch einfach nur, Dutch von der Linde. Du bist doch ein bisschen Dutch von der Linde, du. Also möchte mit dir sprechen, das möchte doch jeder mal. Dutch hat gesagt, dass wir versuchen sollen, Seen von den Kopfgeldjägern zu retten, die in... die ihn in Blackwater gefangen halten. Und Leopold Strauss möchte mit dir sprechen. Na gut, machen wir das mal. Gut. Und dann beenden wir die Folge, oder? Weil heute kamen wir nicht so wirklich viel. Die Missionen sind ultra lang teilweise. Da komme ich gar nicht mit. Definitiv nicht. Da ist jede, praktisch jede Assassin's Creed Mission 10-mal kürzer. Aber gut, ich habe auch jede Menge Bullshit gemacht. Noch so nebenbei. Ja, und wie putze ich ein Pferd? Ich kann doch kein Pferd putzen jetzt. Ja, komm, speichern. Mach doch keinen Stress, Mann.
finde es ja cool, dass sie das irgendwie noch. Na? Ja, was soll ich da tun? Kann ich das verputzen vielleicht? Das könnte vielleicht gehen. Aber ich habe nichts, um mein Pferd zu putzen. So. Arthur. Ja, schön für dich. Ihr braucht irgendwie trinken oder so. Und essen. This stew is decidedly lacking on decent meat, Mr. Morgan. Huh. Sorry, got nothing for you right now. Und wie man das herstellt, ist mir auch schleierhaft. Wir brauchen dringend einen Arzt. Nerv mich nicht. Ohne Spaß, I am not a bad fella. You'll soon warm to me. Just see that I do. Oh, you will. Boy. Thank you for saving my life. Well, yeah, of course. Okay, well, let's talk more later. Sure, be good now. Gut, ich habe ihn akzeptiert. Sehr gut. Herr Morgan! Herr Morgan! Mr. Strauss? You busy, my friend? Why? I'll cut you in. Loaning. Already? You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Let me see. A Chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there. Badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. Aye. And I'll make sure they see it in them terms. Put the debts in the deed box and try not to kill them. It's very bad for business. I just miss him so much. Of course you do. It goes without saying. What am I gonna do? You're gonna suffer. Okay, LS ist angeschrieben. Ach, gleich drei Stück. Ja, moin. Dann gehe ich doch am besten zuerst zu denen, die am weitesten entfernt sind. Oh Mann, das wird mir jetzt was. Let's go, boy. Arthur? Howdy, Partner. Äh.
WTF? Darf ich mal kurz? Du läufst mir zu viel rum. Halten. Okay, boy. Das ist jetzt geil. Eine Schlange in der Luft, die wir häuten konnten. Ist klar. Aber mal ganz ehrlich. Wisst ihr, wie lange das dauern kann, bis wir dort sind? Ist okay, Mann. Schulden eintreiber und flieg. Irgendwo. Und vor allem, es ist eine Mission, die wir so nicht irgendwie. Die Edelsteine Männer um deine Frau, was? Yep. Muss ich Ferdinand wieder auf die Karte gehen? Okay. You know, I don't think you should just be wandering around here, friend. Ich darf rumwandern, wie ich möchte. Verschwinde doch du. Ist eine schöne Welt, aber gerade hatte ich da nicht gerade so Bock. Auf Sightseeing-Tour. So kann man natürlich ein Spiel auch strecken. Na? Jetzt würde der ein oder andere sagen, ja, man kann ja hier, ne? Ziegen und so jagen, aber mal ganz im Ernst. Hat ihn am Boden festgemacht, dein Ernst? Hm. Und wo ist das nächste Wasser? Da unten. Meint ihr ungefähr so, ihr Spielebanausen? From Mexico to challenge a real American gunslinger. You him?
Hey, real gunslinger? Let's find out. Okay, man. That's what I like to hear. Look, man, rules are simple, okay? Whoever shoots more of these bottles wins. Just draw your gun and aim when you're ready, all right? Shoot! Mierda! Hijo de puta! Dein Ernst gerade? Yes. Hat er gewonnen. All right, feller, you shot a bottle. Don't go filling yourself up on it. Ah, don't take it too hard. How about we raise the stakes and you try again, huh? Klar. Right, let's do it. Aha, that's a good call, amigo. Okay, whoever shoots four birds out of the sky first wins. Simple enough. Stand near me, and as soon as they come out, it's anyone's shot. Be patient. Ah, there they go. Shoot! Einfach so in den Himmel rausknallen. Ist klar. Wie will. Er trifft einen nach dem anderen. Nee. Akzeptiere ich nicht. Was ist denn das für ein regelrechter Witz? Wann wurde das gespeichert? Vor 3 Minuten. Nee, also. Egal was recht ist, ne? Ey, ich treffe keinen einzigen Vogel. Also, sorry, wie will man das treffen? Man ist kein scheiß NPC, Mann. Soll ich Zielhelfer einstellen oder was? Nee, scheiß NPC, Mann. Das Flaschenzielen, alles kein Problem. Alles kein Problem. Na, da sage ich auch nichts. Ohne Spaß, da sage ich auch nichts. Da habe ich offen und fair verloren, aber bewegende Ziele, so weit entfernt, nö. Ich habe ja nicht mal irgendwie ein Fernrohr, wie auch immer. Dreckiger Bastard da unten, ne? Komm mal her. Hä? Ach so, jetzt darf ich das Zeug nicht machen, weil wegen meinen scheiß Taten oder was? Hä? Lächerlich. Also das ist echt lächerlich. Warum spreche ich das bis hier hinten rum? Dann gib mir wenigstens eine scheiß Post hier hin, dass ich meine scheiß Schulden begleichen kann. Aber gut, aber gut. Ja, dann wird das andere auch nicht up to date sein. Sobald mich einer sieht, hauen die ab und dann ist es geschlossen. Ja, moin. Ja, moin. Kürzlich begangenen Taten, ne? Also da seht ihr, welche Fehler ihr nicht machen dürft. WTF, Mann. WTF, man kann es ja auch übertreiben, wa?
Where can I find her? Miss Millet, the ranch maid. You know where I can find her? Nuh-uh. Look, ain't no need for that. Put the gun down. Hey now, this ain't smart. Lily Millet, she's a ranch maid here. You know where she is? Don't know. Geht doch. I'm too busy a man for all this. Gut. Excuse me, partner. Hello. Den kann man anscheinend nicht befragen. Das ist ein normal arbeitender Bauer. Ha. Hi. Hey there, partner. Die muss aber hier irgendwo sein. Die Tür musst du nicht gleich einstampfen, Kollege. I need to find a ranch maid here called Lily Millet. You know where she is? Lily? Just over there by the store with Cooper. Vielen Dank. Wait. Howdy, what are you mister? Doing here? Howdy. Ich möchte gar keinen Stress mit denen haben. Wa? You have any idea of the hole I'm in? Oh, come on! Why has it always gotta be such a goddamn performance with you? Now, I told you I'd get you the money next week, and I'll get it. If you didn't make it this week, who's to say you'll make it next? Don't you take that tone with me. I thought you said you loved me. I do. I do, but what I get paid ain't enough for one person, let alone two. Your money's gotta be your problem now. The only problem I got is this bleating going on in my ear. Now lay off it, Lily. God damn it. Lily, where's our money? What? That loan you took. It's payday. I'm sorry. I don't have it right now. Well, then. I guess we got a big problem, don't we? Cooper, give him what you've got. I ain't giving him nothing except a lesson in damn manners. Son of a bitch. Leave me alone, won't you? Hey, you've got the debt. Law here. What do you this? Want? I didn't steal that. It's a debt. God damn it.
that a man has some peace? Ah! Hm. Sehr gut. Und warum? Alright, boy. Yeah. Wurden wir jetzt irgendwie hier gesichtet bei einem Verbrechen? So, einen Moment. Oh ne, oder? Warum sind jetzt Kopfgeldjäger hinter mir her? Wann 14? Vor einer Minute. Okay. Versuchen Sie es mal. Wir können es nicht mehr als versuchen, sonst muss ich die auch noch abknallen. Weil die Kopfgeldjäger werden es definitiv machen oder ich muss abhauen. Eins von beiden. Abhauen oder draufhauen. Eins von beiden. Jetzt habe ich nicht mal was gemacht und ich werde trotzdem gesucht. Er hat mich ja angegriffen. Ich war nur eintreiben. WTF? Was ist denn das Neues? So, aha. Ich gehe kurz mal hier hin. Gehe mal schnell meine Rechnung zahlen, weil ich habe da echt keinen Nerv für. Nix, howdy. So. Schade. Wollte drüber sliden. Hey, that's no place for you. Ach doch, eigentlich schon. Ich wusste ja nicht mal, dass das der Hintereingang ist. There, okay? Open your eyes, fool. Ah, schade. What are you causing me grief for? So. Glad to see you on the up and up. I'll send news to New Hanover. So. Farewell. Meine Straftaten sind getilgt. Ach, da ist wieder eine Partie am Laufen. Jetzt könnte ich das Schnellreisesystem, glaube ich, verwenden, aber nein. Aber wahrscheinlich nur von Stadt zu Stadt. Und das ist auch nicht gerade das, was ich anstrebe eigentlich. Ja, diese offene Welt wird mich noch manchmal nerven. Noch so manches Mal.
Na gut. Ja, wie ich jetzt das Zeug dort in die Kasse klatsch. Das behalte ich noch für mich. Jetzt kann ich wenigstens interagieren mit den Leuten. Ohne dass sie direkt abhauen. You Chick? I was told I could find a Chick Matthews up here. Chick Matthews? Might want to talk to that fella over there. Nah, I'm just here to work for the season. You Chick Matthews? Oh, no, not me, sir. That's the greenhorn over there. Oh, and there he goes. So long, long shark. Damn it! Hey! Get back here! You owe us money! Yeah! Ich muss jetzt erst mein Pferd holen, ne? So. Also entkommen tut er mir nicht. Zum Glück wäre es auf der Karte angegeben. Sonst. So. Aha. Sollte mir irgendwas zustoßen, sind alle meine irdischen Besitztümer hier aufbewahrt. Aha. Interessant. Jetzt muss ich unser Geld noch suchen, oder wie? Das ist interessant. Sicher hier in dem Guckloch da. In dem Baum. Was übst du da, Alter? Check Schulden erfolgreich eingetrieben. Ja, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch die anderen Schulden von den drei Kackdingern. Aber so kann man auch Zeit strecken, wa? Kein Wunder geht so die Story irgendwie 65 Stunden, wenn man natürlich überall hin muss. Sie hatten was für Leute, die nur die Story genießen wollen, einbauen sollen, eben so eine Schnellreise allgemein, dass man einfach auf die Karte gehen kann, sagen, yo, ich möchte jetzt dahin, fertig und bumm und tada und so und ja. Weil für mich ist das echt zu viel, des Guten. Wenn ich jagen will, gehe ich jagen, wenn ich, wenn ich sonst irgendwie Scheiße bauen will, gehe ich irgendwie Scheiße bauen. Da brauche ich keine Anleitung für oder keinen Freifahrtschein irgendwie immer hier so bei Versuchungen zu unterliegen. Weil
wenn man hier schon als Outlaw irgendwie hier rumgorkt, hat man einfach, ne, das Gefühl, ja, man muss es machen. Ich helfe dir. My legs all numb. Please. What happened? My horse collapsed. I don't know why. It's my friends. I'll see what I can do. Oh, yes. Yes. Just lift as hard as you can. Oh, thank you. Thank you. You saved sure. me. Oh, that was bad. Okay. Sure. I could have been stuck here and starved or eaten. Oh, you poor, dumb animal. Oh. What'll I tell Mildred? You need a ride home, ma'am? Oh, yes, mister, please. Thank you. Do you know Valentine? I live there. No problem. In Valentine. So. Jetzt haben wir noch eine Begleiterin. Seht ihr, das hätte ich jetzt auch, während ich auf einer Mission gewesen wäre, machen können. So, und nicht anders. Wo ist eigentlich der Scheiß da? Jetzt habe ich auch plötzlich eine ganz andere Mission angenommen. Warum machst du es dann? I'd borrowed a friend's horse for the trip. See, my husband... Well, it's just me and my boy now, and it's hard to find work. I'm sure it is. A good opportunity. That's what I'm looking for. Not much work for a woman with a boy to raise. I won't work in no saloon, but I've got sharp eyes and quick hands. I was hoping to get a job working as a seamstress. A wealthy man said he'd pay me for the work. Sounds promising. Also doesn't sound real. Oh, you may be right, I suppose. He said he'd provide room and board for me and for my child. He wanted to meet me first. I'd be careful with offers like that, ma'am. I can't afford to dismiss offers like these, even if they do seem... odd. Just be careful is all I'm saying. I may not have another opportunity like this. Now I'll have to pay Mildred back for her horse. It sure sounds like you're in a hard position. Yeah. You finding me is the only good thing that's happened to me in a long while, sir. Ist doch gut. Kannst ja bei uns in der Bande mitmachen. Was denn? 2 Uhr abends. 3 Grad. For all your help. Du wohnst in der You're a good man. Glad I was able to help. You take care. Appreciate it. You be well. I feel all and get sleepy. Ma'am, will you be all right from here? I'll find my way. Thank you, sir. Uh-huh.
So. Den Schmarrn hätten wir jetzt auch gemacht. Jetzt haben wir nur noch einen Schuldeneintreiber. Also, Lagerkasse. Dann müssen wir hier noch hin. Oh Gott, ich hasse es. Ich hasse es einfach. Warum kann ich einfach nicht das Touchpad benutzen und reingehen in die gute Karte? Meine Fresse. Ist wohl zu viel verlangt, wa? Ja. Langsam aber sicher läuft's bei uns. Nur manche Sachen haken noch ein bisschen. Ja, unser Pferd braucht sowieso ein bisschen Waschgang. Boah, lebt der auf dem Berg oder was? Ja, fucking ernst. So, mal schauen. Przepraszam, co pan robi w moim domu? God damn it. English? Speak English? Me? Silesia. Yeah, good for you. Upper Silesia. I'm here for money. You borrow from a German man? Aha, German. Mein Herr, sprechen das, das, der Kaiserreich, ja? I don't speak German neither. I'm here for money. Money that you borrowed from Leopold Strauss. Uh-huh. Leopold Strauss. Uh-huh. Yeah. So it's time to pay. Where is it? Well, no, I have nothing. It's very bad winter. We've all had a bad winter, pal. Where is it? No. No. Yeah. Now, you remember where you're keeping that silver? Potrzebuję trochę czasu, znajdę ci pieniądze. Oh, still don't understand you. God damn it, you have a debt to Herr Strauss. Pay up! Stop! Już nie mam siły. But I have this. It's good. It's good. It's valuable. It's Warszawa, yes. I have your things. Okay? I have anything in here or out there? Yes. Longer I look, the madder I get. You're very valuable, good. Not good yet.
Wir sind schon ein ziemlich harter Kerl. Yeah. Oh man. There'll be something somewhere. You must have come here with something. Hat er da nicht eine Pfeife gehabt? Ich bin wenigstens so ein Sozialer und lasse ihm dann das Zeug wieder zu. Oh Mann. Hat ja wirklich gar nichts. Warum macht er auch Schulden, Das sind einfach Schuldeneintreiber. Das wollte ich gerade sagen, hat er uns eingeschlossen. What you got behind there? So, przepraszam, nie rozumiem. Move aside. Rusakom nie można ufać. Mamy kańców też. Nee, den Ehering nehme ich nicht. Nee. Den Ehering, nein. Ja, ich gehe ohne das Ding. Außer ich muss das Ding mitnehmen. Okay, that should about cover things. Gut. Nee, also den Ehering, naja, da bin ich einfach nicht der Fall für. Es gibt ja viele ehrenlose Männer, die das also gemacht hätten, oder ehrenlose Frauen, ja. Aber der Ehering ist immer das, was am meisten bedeutet hat. Und ja, wenn man den klaut, ist man echt unterste Schublade. Geht gar nicht klar. Gibt's einen neuen Steckbrief? Interessant.
muss ich jetzt wirklich in der Kasse einzahlen? Euer Ernst? Ich verstehe zwar nicht, was die da reden, aber ey. So. Nimm mal die Schlange weg. Wo ist der Kackhof? Good morning, Arthur. Morning, Mr. Morgan. Good morning. Real frightened. Of what? Pinkerton's bound. You know, these hides and furs can also be done up into coats and boots and such. Beyond my skills, but there's a trapper that travels around these parts, Canadian feller, skilled tanner. He can make just about anything. You should drop in on him sometime. Okay, I'll keep my eye out for him. I know, my dear. What are we gonna do? Is Dutch a... Good. We really needed this. He's always found a way, but lately I know, dear. Many thanks, Mr. Morgan. Seems we don't have a choice but to ride this train to the end of the line. Gut, ich glaube, ich habe die Schlange abgegeben. Dann geben wir jetzt noch das ab und dann beenden wir die Folge für heute. Oh Mann. Gib's den Namen. Wie viel muss man da spenden? Für gib's den Namen. Stecke 250 in die Spendedose der Banditen. Gib in Geschäften $5,000 aus. Erreiche das Maximum oder Minimum an Ehre. Schließe 10 Auftragsreihen für fremde Personen ab. Für kein Kopfgeld der Welt. Oh, 3 Tage mit einem Kopfgeld in Höhe von $250 in allen Staaten. Ja, das mache ich auch mal. Definitiv. Okay. Goldene Taschenuhr. Bei Javier. Hoster, $10 goldene Taschenuhr, Geld, Arthur, 100. Ach, wie viel? Übertrag erst, oh Gott. Lagerkasse 382, haha, ich bin der, der am meisten dazu gibt, ihr Fritteusen. How did you get on, Herr Morgan? Fine. Our accounts are up to date. Sad sacks, a lot of them. Good, very good. My pleasure. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Well, I usually do. I know. I know. Huh?
Habe ich den Eintopf selbst gegessen? Ich glaube nicht. Meine Fresse. Eine Pferdestation. Ach so, durch die Spenden kann man sowas machen. Das hat es mir 50 abgezogen, wa? Ja, ist auch okay. Solange es mir abzieht, ist es alles kein Thema. Weil jetzt müssen wir nicht unnötig wieder in die Stadt. Wir haben alles bei uns. Das gute Zeug. Ja, komm, wir geben... Ja, wir geben es lieber jetzt aus für unser Lager. Dann können wir später machen, wie wir wollen, wenn wir mehr Kohle haben. 175. Okay. Hühnerstall. Lederbearbeitungswerkzeug. Okay. Das habe ich noch gerade. $75. So, unser Arzneiwagen wurde komplett hochgegradet. So. Sehr nice. Ja, jetzt habe ich gerade ziemlich viel Cash ausgegeben. So, und im nächsten Part machen wir noch ein bisschen mehr Missionen. Wir brauchen wieder Kohle und überhaupt. Oh. Mal schauen, ob wir das schaffen. Und dann müssen wir uns ja immer noch upgraden. Ne? Mit unseren sonstigen Sachen. Wir müssen irgendwie mal auf eine Jagd gehen oder Jagdmissionen annehmen. Keine Ahnung. Vielleicht kommen wir im Laufe der Geschichte an einen Jäger vorbei, der uns immer wieder Jagdmissionen auftischt, wie töte Wölfe, töte Hirsche, töte keine Ahnung was, töte Hasen. Und dann müssen wir einfach ihm 10 Hasen bringen aus einer bestimmten Region. Und dann, jo, läuft die Chose. Und dann kann ich auch ziemlich viel upgraden, aber einfach jetzt mal so, wird ein bisschen kritisch. Aber gut. Und jetzt läuft's auch hier wieder. Bis die Tage, meine Freunde, besser gesagt bis morgen. Wenn es euch gefallen hat, die Folge, dann lasst ein Like oder ein Kommi da. Falls ihr neu seid, lasst ein Abo da und schaltet auf jeden Fall alle die Glocke ein, damit ihr keine Parts von mir verpasst. Na, tödlö!